Play. Was geht, Leute? Silenzium ist wieder am Start für euch. Und jetzt lasst erstmal die Eicheln schwingen und die Glocken klingeln. Denn heute ist das erste Storytelling. Zuerst mal im Hintergrund, was da so abgeht. Ich habe da ein bisschen Zusammenschnitt aus Black Ops 2, der euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben wird, was ich so in nächster Zeit bringen werde. Ich werde natürlich auch noch COD Ghosts bringen, aber es ist im Moment so, COD Ghosts hat im Moment einfach seine Periode bekommen. Es ist einfach sehr schwer, etwas Interessantes zu erspielen, da die Gegner gammeln einfach nur noch irgendwo rum. Und wenn sie mal gut spielen, dann rasten sie komplett aus und zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Aber naja, heute soll es ja eher um das Storytelling gehen als um den Hintergrund. Also fange ich jetzt auch mal mit der ersten Story an. Es geht, wie ihr vielleicht schon dem Titel entnehmen konntet, um meinen ersten Beinbruch und auch der letzte bisher in meinem Leben. Aber man weiß ja nie, was sonst noch so passieren wird. Vielleicht springt ja morgen ein Zug oder ein LKW auf mich drauf. Oder vielleicht falle ich von einem Baum runter. Ein Krokodil beißt mir an die Eier ab. Keine Ahnung, was abgeht. Aber auf jeden Fall fange ich jetzt erstmal mit der Story an. Ich war ungefähr um die 5 bis 6 Jahre alt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber ist ja auch nebensächlich. Es war gerade Karnevals- oder Faschingszeit, wie auch immer man das nennen will, und ich wollte unbedingt ein Kostüm haben, und zwar ging es um ein Batman-Outfit. Und ich hatte mein Outfit schon, aber den Umhang hatte ich vergessen. Ihr müsst dazu noch wissen, dass die Outfits und die Kostüme, was weiß ich, früher bei mir in so einem Schrank lagen, wo unten so eine Ablage, ein Schreibtisch war und oben so verschiebbare Türen. Ich hoffe, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, wie ich das meine. Auf jeden Fall bat ich meine Mutter darum, mir den Umhang zu holen, aber sie hatte gerade zu tun und ich habe sie halt so genervt die ganze Zeit, dass ich mir dachte, ja, den gehe ich mir einfach selber holen. Ich als kleiner Pisser gehe da einfach mal hoch, will dann auf die Ablage klettern, wo darüber dann halt die Türen sind, klettere darauf und der Schrank gibt natürlich nach und kippt mir entgegen. Ich hatte dabei Glück, dass diese Schiebetüren aufgegangen sind, sonst hätte mich vielleicht der Schrank sogar erschlagen, man weiß ja nie. Aber auf jeden Fall, ja, lag ich dann erstmal unter dem Schrank, komplett am Schreien, komplett am Ausrasten, als würde ich eins vor Cam sterben. Auf jeden Fall hat das sowas von geballert da oben, dass der Schrank runtergefallen ist, dass meine Eltern das erstmal mitbekommen haben. Sie kommen mit Marathon-Leichtgewicht die Treppe hochgestürmt, sie sehen mich unterm Schrank liegen, ich total im Arsch. Und auf einmal fragt so mein Vater, nachdem er erstmal den Schrank von mir runtergeschleppt hatte, das Ding wog ja auch schon einiges, er fragt mich erst so, alles klar, kannst du auftreten, alles in Ordnung. Ich total am Schreien, am Ausrasten, mein Vater komplett ruhig geblieben, Mann. Ey, das war so kaputt. Meine Mutter hat mich erstmal auf den Arm genommen, mich ins Auto gebracht, ich weiß gar nicht, wie schnell sie dort war, ich hatte da so ein Blackout, Mann, ich weiß da kaum noch was davon. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so jung war oder dass ich einfach komplett eine bekommen habe. Ich habe den Schrank ja komplett in die Fresse bekommen, aber was will man machen? Ja, meine Mom dann, soweit ich das noch in Erinnerung habe, sie hat mir das auch schon öfter mal erzählt, meine Mom dann beim Arzt angekommen, bei dieser Notaufnahme, erstmal zu den Tresen gerannt, da saß da so eine Alte, meine Mutter so, ja, kann mein Sohn direkt drankommen, da ist ein Schrank auf ihn gefallen, dies, das. Ja, die Alte sagt dann so, ja, sie müssen noch kurz warten. Meine Mutter komplett ausgerastet, Mann. Sie hat die so angeschrien, Alter. Das war schon unnormal, soweit ich das weiß. Ja, auf jeden Fall sind wir dann auch schon bald drangekommen. Und ich habe dann auch meinen Gips bekommen. Hab natürlich Diagnose schlimmer Beinbruch bekommen. Keine Ahnung, wie man das genau nennt, aber ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall. Was ich dann noch dazu erzählen wollte, was so während dem Beinbruch passiert ist und wie ich ihn wieder losbekommen habe, bla bla, wie ich laufen gelernt habe. Auf jeden Fall eine kleine Story, die während des Beinbruchs passiert ist, die weiß ich bis heute noch ganz genau. Wie gesagt, ich war ja so 5 bis 6 Jahre alt, ist ja nicht das Älteste, da kann man ja noch Angst vor Sachen haben und so. Ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich auf der Couch gesessen, das weiß ich noch, da waren wir in unserem alten Haus im Wohnzimmer. Die Küche und so waren ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall habe ich da so eine Sendung geschaut. Ich weiß, leider weiß ich nicht mehr, was für eine Sendung das war. Auf jeden Fall weiß ich, dass es irgendeine Gruselsendung oder ein Gruselfilm war. Und die Fernbedienung lag einfach auf der anderen Seite auf der Couch. Ja, ist echt scheiße gelaufen, Mann. Ich weiß noch genau, dass ich panisch geschwitzt habe auf dieser Couch. Ich habe so geschwitzt, als würde ich mit der AN-94, Mann, nuklear raushauen, Mann. Ich war so am Schwitzen, Alter. Ich hatte so Schiss vor dieser Sendung. Und die abgefuckte Fernbedienung lag einfach auf der anderen Seite und ich bin nicht drangekommen. Irgendwann habe ich dann angefangen rumzuschreien wie der letzte Vollidiot, Mann.
Ja, auf jeden Fall. Das war's zu dieser Story auch schon. Wie ich wieder laufen gelernt habe, ist auch ganz lustig eigentlich. Und zwar waren wir da zu einem Ausflug. Meine Oma hat zu dieser Zeit in Venedig gewohnt. Also was heißt in Venedig? In der Nähe von Venedig in Italien. Und ja, da sind wir dort halt hingepimmelt, mit dem Zug auch noch, Mann. Und ich hatte ein gebrochenes Bein. Naja, nee, ich hatte kein gebrochenes Bein mehr, aber ich habe den Gips gerade erst losbekommen. Boah, shit, Alter, sorry, aber man muss ja auch mal husten. Auf jeden Fall hatte ich den Gips da erst losbekommen und konnte noch nicht richtig laufen. Ja, dann sind wir da hingepimmelt nach Venedig, auch noch mit den Booten. Mein Vater musste mich die ganze Zeit rumheben und sonst was, Alter. Es war richtig nervig, glaube ich. Aber naja, konnte ich ja nichts machen. Ich war ja so ein kleiner Pimmel, da konnte ich ja noch nicht laufen danach. Auf jeden Fall, so wie ich wieder laufen gelernt habe, war folgendes. Mein Opa, der war ganz korrekt, ist auch immer noch ganz korrekt. Der hat mir da damals Dollarscheine hingelegt. Immer so in Abständen von 5 bis 10 Metern und die musste ich holen. Ich durfte aber nicht kriechen oder krabbeln oder sowas, sondern ich musste schon laufen. Und genau so habe ich dann eben wieder laufen gelernt und habe mir noch ein paar Kröten nebenbei verdient. War auf jeden Fall sehr korrekt. Ja, ich denke, ich mache hier auch mal ein Ende, denn sonst labere ich euch ja den ganzen Tag zu. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin dran geblieben und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und den einen oder anderen Lacher oder Lächeln rausholen. Ja, auf jeden Fall war es das hier vom Storytelling Nummer 1. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid. Über einen Like würde ich mich auf jeden Fall freuen, über einen Dislike auch. Das ist eine gute Kritik an mich, wie schon mal gesagt. Auf jeden Fall bis zum nächsten Commentary dann, Leute. Haut da rein, bis dann, ciao.